Hey, wir haben jetzt gerade 9:30 etwa und ich liege noch im Bett. Ja, irgendwie in letzter Zeit schaffe ich es nicht, früher aufzustehen. Ich schlafe irgendwie einmal total lange, immer so bis 8 oder 8:30. Und danach brauche ich auch immer total lange, um irgendwie hochzukommen. Ich trödel dann noch so ein bisschen im Bett rum, bin irgendwie viel auf Instagram und irgendwie bin ich auch noch so müde. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht ist es wieder ein bisschen Eisenmangel momentan. Ich trinke jetzt auch gerade wieder so einen Eisensaft. Mal gucken, ob es dadurch besser wird. Ja, auf jeden Fall bin ich ein bisschen schlapp die letzten Tage. Aber ich habe immerhin schon gefrühstückt. Ich habe mir gestern Abend Pancakes gemacht und davon hatte ich noch welche übrig. Die habe ich jetzt eben im Bett noch gegessen. Und ich habe mir eben auf YouTube so Get Your Shit Together Videos angeguckt und deswegen bin ich jetzt sehr motiviert, auch mal meine Sachen auf die Reihe zu bekommen. Heißt, ich werde heute, Sasu kommt auch zum guten Morgen sagen. Der schläft immer so lange, wie ich auch noch im Bett liege. Also was ich mir heute auf jeden Fall vorgenommen habe, ist dann ein bisschen aufzuräumen und zu putzen, dann zu duschen. Und dann habe ich hier ganz, ganz viele Pakete, die ich abschicken muss von Sachen, die ich verkauft habe. Und was ich vor allem machen muss, sind meine Mails. Die sind seit 3 Wochen, glaube ich, in etwa liegen geblieben. Ich habe die gestern schon alle sortiert und jetzt heute muss ich dann noch beantworten. Ich denke, das wird eine Weile dauern. Ich glaube auch nicht, dass ich alles heute schaffe. Und sonst habe ich vor 2 Wochen eigentlich wieder mit meinem Studium angefangen und ich habe mir dazu extra so ein Projektplanungsbuch geholt, damit ich das so richtig organisiert bekomme. Aber jetzt irgendwie vor einer Woche oder so hatte ich das Buch beim Aufräumen mal weggepackt und seitdem habe ich es nicht mehr angefasst. Das war so typisch, wenn es auf dem Tisch liegt, dann benutze ich es voll und wenn ich es einmal weggepackt habe, dann denke ich irgendwie nicht mehr dran. Aber ich habe es jetzt auch gestern wieder rausgeholt und heute fange ich dann wieder damit an. Und was ich dann noch machen möchte, ist ein bisschen Meal Prep für so die restliche Woche, vielleicht so bis Freitag. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ja, das passt. Eventuell muss ich dafür noch was einkaufen, aber ich versuche die Sachen zu benutzen, die ich zu Hause habe. Denn momentan drehe ich auch noch wieder ein Vorräte aufbrauchen Video und ja. Ich denke, da werde ich weiter dran arbeiten. Gut, jetzt mache ich mich erstmal ein bisschen fertig, ziehe mich an, putze Zähne und so weiter und gehe dann mal schnell mit Sasu eine Runde spazieren. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, wie ich es heute mache. Eigentlich hatte ich nämlich vor, jetzt gleich, nachdem ich mit Sasu draußen war, ins Fitnessstudio zu fahren, weil dann auf dem Weg könnte ich auch gleich bei der Post vorbeifahren und ich muss auch noch ein paar Sachen besorgen. Und eigentlich würde das voll gut zusammenpassen. Aber andererseits, wenn ich im Fitnessstudio Sport mache, bin ich da schon so eine Stunde, 1,5 Stunden. Und ich glaube, das würde alles zu viel Zeit in Anspruch nehmen, da ich heute doch eigentlich viel zu tun habe. Ja, also ich weiß nicht, ob ich das zeitlich schaffe. Ich könnte auch einfach Sport zu Hause machen. Aber ich meine, zur Post muss ich sowieso und die paar Sachen besorgen. Ah, ich weiß nicht. Und eigentlich war ich jetzt schon voll in Herbststimmung so die letzten Tage, weil es war ja schon wieder, es hatte sich ja schon ziemlich abgekühlt, so 19, 20 Grad. Und jetzt auf einmal sind es wieder so 30 und ich bin gar nicht mehr in Sommerstimmung. Aber immerhin kann ich diesen Rock nochmal anziehen. Ich glaube, ich muss meinen Spiegel woanders hinhängen. Das mit dem Gegenlicht ist echt doof. Gehen wir los? Gehen wir los? Jo, wir sind da noch verschlafen. Sitz. Versuch. Sitz. High five. Yeah. Okay, und los geht's. So, wir sind wieder zu Hause. Ich mache Sasu jetzt gerade sein Essen in so einem Intelligenzspielzeug. Allerdings ist das hier überhaupt nicht mehr schwer für ihn. Auf jeden Fall waren wir fast eine Stunde lang draußen. Sag mal so 50 Minuten. Davon sind wir etwa eine halbe Stunde lang gelaufen und 20 Minuten haben wir uns einfach an eine relativ viel befahrene Straße gesetzt. Das ist nämlich etwas, wo er noch sehr unruhig ist und auch Angst hat. Ja, und ich setze mich dann halt mit ihm dahin, bis er irgendwie zur Ruhe kommt. Genau, ist für mich auch ganz cool, auch mal 20 Minuten einfach nichts zu tun. Und es hat heute auch echt gut geklappt. Der Spaziergang hat auch richtig gut geklappt. Und ich habe mir gedacht, wenn ich den ganzen Tag schon mit Erledigungen verbringe, dann sollte ich mir morgens auch die Zeit für mich nehmen
Und deswegen werde ich jetzt gleich keinen Sport zu Hause machen, sondern ins Fitnessstudio fahren. Frühstück, was mit deinem Ohr? Sitz. Warte. Okay. Er macht immer zuerst die Schublade. Lasst dir schmecken. Hier seht ihr ein bisschen von dem Chaos, was ich heute aufräumen muss. Das mit der Wäsche nervt mich total. Ich muss mir echt langsam diesen Waschtrockner besorgen, weil ich habe einfach so viel Wäsche und die ganze Zeit steht dieser Ständer hier und der nimmt so viel Platz weg. Ja. Und dieses Puzzle muss ich auch mal fertig machen, die Tage. Hier sind Pakete. Hier drüben sind noch mehr Pakete. Das hier sind die, die ich heute dann zur Post bringe. Bett werde ich auch neu beziehen. Ich würde sagen, der Hund ist platt. Bis später, mein Schatz. Oh, ich habe ihn so lieb. Ich fühle mich ein bisschen nackt fürs Fitnessstudio, muss ich sagen. Aber in der langen Hose ist mir einfach zu warm. Ich habe hier schon meine Tasche gepackt. Hier sind die ganzen Pakete, die ich jetzt abschicke. Und hier ist mein Handtuch und mein Wasser fürs Studio. Ich bin so froh, dass Sasu inzwischen so gut alleine bleiben kann. Am Anfang war das echt hart. Da hat er schon, wenn man nur die Tür verlassen hat, angefangen zu quengeln, zu bellen. Ja, und hatte einfach extreme Trennungsangst. Aber gut, er war halt auch noch sehr jung und wir hatten halt gerade erst mit dem Training angefangen. Aber ich bin sehr froh, dass es inzwischen so gut klappt. Ja, ich fahre natürlich mit Fahrradhelm. Ich bin doch immer so ein bisschen am Rumtrödeln. Es ist wirklich, wirklich heiß. Und ich habe so viel eingekauft, beziehungsweise so schwere Sachen. Ah, jetzt kommt das Beste. Hallo, Mausi. Hallo. Hey, ich lasse die Einkäufe begrüßen. Freut sich immer so, dass du siehst. Hey. Wenn er so wild tobt, dann läuft er immer wieder gegen den Spiegel. Deswegen muss ich den jetzt echt mal an die Wand schrauben. Das ist mir doch ein bisschen zu gefährlich. Der ist schon einmal umgekippt. Der Teppich war vorher nicht unter dem Bett und dann ist er einmal dagegen gerutscht und dann ist der Spiegel umgekippt. Aber zum Glück ist er nicht kaputt gegangen. Ich bin fertig mit Essen. Ich habe schon ein bisschen gespült. Und bevor ich jetzt duschen gehe, werde ich aufräumen und ein bisschen putzen. Und ich denke, dann nehme ich euch einfach mit ein bisschen Musik mit. Ich weiß nicht genau, ich glaube am Dienstag hatte ich dieses Video angefangen und heute ist Samstag. Es gab diese Woche ein paar Tage, die produktiver waren und ein paar Tage, die unproduktiver waren. Der Dienstag war auf jeden Fall sehr gut, da habe ich wirklich viel geschafft bekommen. Abends ist allerdings mein Akku leer gegangen, deswegen habe ich nicht mehr weiter gefilmt. An dem Abend war ich auf jeden Fall noch mit Sasu draußen im Park und außerdem bin ich auch noch duschen gegangen und am nächsten Tag habe ich noch das Bad zu Ende geputzt und die Böden zu Ende geputzt. Außerdem habe ich diese Woche noch alle restlichen Pakete, die ich noch hier hatte, verschickt. Gestern hatte Sasu Geburtstag, da habe ich ein bisschen mit ihm Geburtstag gefeiert. Also ich habe nur ein paar neue Spielzeuge besorgt und so. Außerdem war ich diese Woche bei IKEA. Ich glaube, das war am Donnerstag, genau. Und dort habe ich ein paar Sachen besorgt, die ich in der Wohnung einfach noch gebraucht habe. Wie zum Beispiel Gewürzregale oder ich habe noch zwei Bretter von einem Regal in der Küche übrig. Daraus möchte ich ein Bücherregal machen. Dafür habe ich solche Aufhängungen besorgt. Genau, und dieses Bücherregal, das würde ich dann heute noch aufhängen. Dann habe ich auch endlich mal die Bücher, die noch rumliegen, irgendwo untergebracht. Ja, und jetzt über die Woche habe ich zwar relativ viel erledigt bekommen. Zwar nicht so viel, wie ich eigentlich wollte, aber so ist es ja irgendwie immer. Und irgendwie ist die Wohnung wieder in einem ziemlich unordentlichen Zustand, vor allem nach gestern und vorgestern. Was ich immer noch nicht geschafft habe, ist das Bett neu zu beziehen. Das werde ich gleich machen. Also heute geht es ein bisschen weiter. Die Sachen, die ich so lange vor mir hergeschoben habe, habe ich jetzt größtenteils erledigt, außer meine Mails. Die habe ich leider
immer noch nicht geschafft. Ich habe vielleicht 2, 3 Mails abgeschickt diese Woche. Heißt, ich werde jetzt erstmal zu Ende aufräumen, das, was ich noch nicht geschafft habe diese Woche. Und dann schauen wir mal weiter. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. Ich melde mich nochmal, das ist jetzt der letzte Tag von diesem Video. Vorgestern am Sonntag habe ich eigentlich echt nur noch aufgeräumt und dann war ich aber auch wieder so schlau und habe den Kameraakku nicht geladen und ja, deswegen konnte ich dann auch nicht weiter filmen. Es ist dann auch relativ schnell dunkel geworden, denn ein paar Sachen, die ich auf meiner Liste hatte, haben länger gedauert als erwartet. Wie zum Beispiel die Bücherregale aufhängen. Die hängen jetzt hier drüben an der Wand, könnt ihr gerade nicht sehen. Und es hat so lange gedauert. Ich musste dann noch andere Dübel besorgen, weil das so eine Gipswand ist und man dafür spezielle Dübel braucht. Und das wusste ich vorher nicht. Genau, und dann war es auch schon super dunkel und deswegen hatte ich dann auch keine Lust mehr oder es war halt einfach nicht mehr so praktisch dann zu filmen. Aber ich habe es auf jeden Fall geschafft, das alles aufgeräumt und geputzt ist. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ich so die Woche schon mal ganz gut starten konnte. Gestern am Montag habe ich nicht gefilmt, weil ich meinen Drehtag bei Ozon hatte. Heißt, ich war den ganzen Tag unterwegs. Ja, und heute ist dann der letzte Tag von diesem Video, wo ich nochmal alles versuche zu machen, was ich jetzt noch nicht geschafft habe. Was ich jetzt heute Morgen gemacht habe, das habe ich ja schon so ein bisschen gefilmt. Ich habe erstmal Frühstück gemacht, einen großen Smoothie. Und da habe ich bis jetzt noch dran rumgenuckelt, so etwa 4 Stunden lang. Wir haben jetzt 2 Uhr. Ja, ich war heute schon ein bisschen mit Sasu draußen und sonst habe ich mich Papierkram gewidmet. Ich habe nämlich einen großen Ordner, in dem ich eigentlich all mein Papierkram drin habe. Und dafür habe ich solche Abtrenndinger besorgt. Genau, denn vorher hatte ich das super, super schlecht organisiert. Ich habe es jetzt schon hier in den Müll geschmissen. Ich hatte einfach nur die Bereiche mit so Post-its abgeteilt, irgendwie vor ein paar Jahren. Und seitdem habe ich das nicht mehr geändert. Und damals hatte ich halt auch noch nicht so viel Papierkram. Jetzt mit Steuern und so weiter ist natürlich schon einiges dazugekommen. Und es ist auch alles total durchmischt gewesen mit Abrechnungen und Verträgen und so weiter. Und ja, deswegen habe ich mir vor ein paar Tagen einfach im Schreibwarenladen diese Abtrennungen besorgt. Und habe das jetzt alles richtig ordentlich einsortiert und ich bin mega zufrieden damit. Also ich habe hier so einen großen Ordner und ich denke, gerade wenn man versucht, sein Leben ein bisschen organisierter zu bekommen und so, dann ist es super wichtig, dass man einfach gute Systeme hat, damit nicht, wenn man gerade alles irgendwie in Ordnung gebracht hat, dass es dann nach kurzem schon wieder total unordentlich ist. Genau, und das hier ist so der Ordner, den ich eigentlich nie benutze, wo ich nur die erledigten Sachen abhefte. Und dann habe ich jetzt noch einen richtigen Lebensorganisationsordner. Das wollte ich jetzt schon super lange machen. Ich hatte das in verschiedenen Blogs und auch anderen YouTube-Kanälen gesehen. Und ich zeige euch das einfach mal. Also so sieht die erste Seite von dem Ordner aus. Ich habe hier so einen Umschlag reingeklebt. Da habe ich jetzt Büroklammern drin und falls ich irgendwas habe, was jetzt nicht in die anderen Kategorien passt oder so, was ich aber noch aufheben will, dann tue ich es auch hier rein. Hier wollte ich noch ein paar Bilder hinmachen. Und dann habe ich hier einfach alle Dinge, die ich in meinem Leben irgendwie organisieren möchte. Als erstes habe ich meine Ziele und dann so Weekly Reviews, also so ein Wochenrückblick, den ich immer machen möchte. Als zweites möchte ich jetzt einführen, immer sonntags und mittwochs halt so einen Tag zu machen, wo ich mir Zeit nehme, um einfach alles zu organisieren. Und dafür mache ich mir dann einen Plan, was ich halt sonntags und mittwochs immer machen möchte. In Fach Nummer 3 ist Papierkram, der noch zu erledigen ist. Dafür habe ich dann hier so eine Mappe, die hat einfach so einen Klettverschluss. Genau, und hier sind Briefe drin und Sachen, die ich halt jetzt noch erledigen muss die Tage. Nummer 4 ist Projekte und Inspiration. Das ist sowas, was ich immer auf meinem Handy gesammelt hatte, so Ideen
für verschiedene Sachen, die ich machen möchte, aber irgendwie in meinem Handy geht es total unter und ich finde es besser, hier so einen extra Platz dafür zu haben. Nummer 5 ist mir auch super, super wichtig und zwar Haushalt und Food. Da mache ich einen Putzplan rein, dann eine Vorratseinkaufsliste, was ich halt immer da haben möchte, dann Meal Plans, dafür habe ich mir auch was besorgt und zwar solche Zettel, wo man einfach für jeden Tag das immer eintragen kann. Das habe ich bisher auch auf meinem Handy gemacht, aber da habe ich das immer nach einer Woche gelöscht und ich finde es praktisch, das einfach so aufzuheben und irgendwann hat man halt ganz viele von diesen Plänen und muss sie nicht immer machen, sondern kann sich einfach jede Woche einen davon nehmen. Und dann möchte ich auch immer schon die Einkaufsliste dazu packen, was man halt für diese Woche alles einkaufen muss. Dann habe ich einen YouTube-Ordner mit Videoideen und ein bisschen Papierkram, was man halt so machen muss. Dann eine Sparte für mein Budget, wo ich einfach so meine monatlichen Ausgaben ein bisschen dokumentieren möchte. Das habe ich jetzt eigentlich noch nie so wirklich gemacht. Und auch Sparziele und sowas festhalten. Dann habe ich einmal meine Bucketlist generell und monatlich. Ich sammle halt öfters mal so Flyer von Dingen, die ich machen möchte oder Orten, wo ich hingehen möchte. Und das werde ich dann einfach hier sammeln und immer wenn ich überlege, was könnte ich jetzt machen, dann kann ich mir da was aussuchen. Genau, und als letztes oder vorletztes habe ich dann so ein Emergency-Set mit Selfcare-Ideen, wenn es mir einfach mal schlecht geht. Da habe ich dann so eine Liste, was ich halt alles machen kann, damit es mir irgendwie besser geht und wovon ich in den letzten Jahren so gelernt habe, was mir halt hilft und was mir eher nicht hilft. Genau, und bei 10 ist dann nur noch Sonstiges, falls irgendwas noch nicht in diese Kategorien reinpasst. Ja, und ich denke, damit bin ich ganz gut bedient. So, jetzt ist aber wirklich der allerletzte Tag von diesem Video. Ich hatte total vergessen, noch ein Outro zu drehen. Und diesen Ordner zu erstellen hat ziemlich lange gedauert. Und dabei ist er noch nicht mal ganz fertig. Also solche Sachen wie jetzt Mealplan oder Putzplan und so weiter, das muss ich alles noch erstellen, jetzt über die nächsten Tage und Wochen. Genau, aber falls euch so Organisations- und Planungskontent und so weiter interessiert, dann kann ich solche Videos auf jeden Fall öfter machen oder auch nochmal so einen Vlog drehen. Ich bin jetzt auf jeden Fall gut aufgestellt und habe mir, denke ich, ein ganz gutes System so ausgearbeitet, an das ich mich jetzt nur noch halten muss, damit es auch so organisiert bleibt. Ja, und dann würde ich jetzt erstmal sagen, was ist für das heutige Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr gerne mehr solcher Videos in dieser Art sehen würdet und sonst... Das war's jetzt für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!